wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch hier von den Lofoten zum letzten Mal in diesem Video oder in dieser Videoreihe. Genau. Wir werden jetzt, ja, wir haben gefrühstückt, haben uns entspannt fertig gemacht. Genau. Und wir werden jetzt die Fähre nehmen. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Von Lödingen nach zu dem Ort auf der anderen Seite. Ja, genau. Wir werden euch das dann nachher sagen, wenn wir es genauer wissen. Ungefähr eine Stunde Fahrzeit, das haben wir jetzt mittlerweile schon rausgekriegt. Und, die fährt, glaube ich, auch alle halbe Stunde, weil das ist eine Hauptverbindung zwischen den beiden. Hier ist, glaube ich, die E10, ne? Ja. Und da drüben ist die E6, die verbindet die beiden. Deshalb fährt die jede halbe Stunde. Das geht ja noch. Preislich, glaube ich, sind wir so bei 40 Euro. Das werden wir euch alles nachher nochmal im Detail sagen, wenn wir es wissen. Gibt es ja eh nochmal dann zum Schluss in der Aufstellung. Ne? Genau. Sonst, was gibt es hier zu berichten? Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit auf den Lofoten. Sehr, sehr schön. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass man hier mal herreist. Der Hammer, die Landschaft. Wirklich. Einmalig, einmalig. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wir fahren jetzt los. Genau. Bis später. Haben wir es doch gerade so noch geschafft? Ja, war knapp. Waren das drittletzte Auto. Genau, wir waren sogar noch schnell einkaufen, weil wir dachten, ach, das kommen wir eh nicht drauf. Ja. Ja, jetzt sind wir drauf. Auf der Fähre von Lödingen nach Bognes. Bognes, genau. Oder Bognes. Wir blenden es euch mal gerade ein. Genau. Weil wir sprechen es bestimmt falsch aus. So ungefähr 33 Euro oder 34 Euro. Ein bisschen Wechselgebühr ja wahrscheinlich dabei. Geht also von daher. Ja. Und ja, eine gute Stunde. Eine gute Stunde Fahrzeit. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall bei bestem Sonnenschein. Ich wollte gerade sagen, wir stehen draußen auf dem Deck, deswegen ist es auch laut. Aber super Wetter halt, ne? Ja. Und jetzt melden wir uns wieder, wenn wir drüben auf dem Festland wieder angekommen sind. So ist es. Bis dahin. Tschö, tschö. So, wir sind wieder auf norwegisches Festland, runter von den Lofoten und sind beim Wasserbefüllen. Genau, da ist der Wasserhahn. Das geht hier wunderbar in Norwegen. Also hier an der Tankstelle, bei der Shell-Tankstelle sogar an mehreren Stellen gleich. Das ist hier richtig gut gemacht, aber wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass hier auch dass der, so der erste Halt nach der Fähre ist, bieten die das auch hier an. Ja. Wir werden gleich hier noch das Auto waschen. Ja, und dann wahrscheinlich nochmal tanken hier. Das kann man nämlich auch hier, obwohl es ein bisschen schwierig wird. Da steht gerade ein Boot. Ja, aber. Ja, wird man sehen, wird schon gehen. Genau, schauen wir mal, was das jetzt noch wird. Wir wollen auf jeden Fall auch noch einkaufen. Nochmal. Nochmal ja. Schauen. Wir brauchen noch eine Kleinigkeit, was wir in dem Rema 1000 jetzt auf den Lofoten nicht gekriegt haben. Hoffen wir, dass wir es hier kriegen und sonst lassen wir uns mal überraschen, was heute noch so kommt. Ne? Genau, bis dahin. Wir sind in Fauske, waren nochmal im Rema, weil wir wollten etwas ganz Wichtiges für heute kaufen. Und zwar
Mischgemüse. Eigentlich wollen wir heute grillen, aber Plan B brauchen wir, weil das Wetter nicht so gut aussieht. Und dann sind wir gespannt, ob das so wird. Ja, und irgendwie merken wir, wir sind immer wieder beim Rema, haben auch gleichzeitig jetzt hier getankt, weil wir wollen jetzt ein bisschen wieder autark sein, was wir schon die ganze Zeit waren, aber auch wirklich unsere fahren jetzt eine Strecke, wo wir sicher sein wollen, dass wir genug Sprit an Bord haben. Für 15,61 Kronen haben für 624 Kronen, also knapp 62 Euro für einen halben Tank bezahlt. Ja, ist schon ein Sümmchen, ne? So 1,60 für den Diesel, aber das kennen wir ja aus der Schweiz und auch aus Belgien teilweise nicht anders. Ja, wir melden uns, wenn wir unseren Schlafplatz gefunden haben, und ich hoffe, dass der noch da ist, das wäre jetzt ganz gut. Ja, lassen wir uns mal überraschen, ne? Dann bis gleich. Wie ein Schwein. Ja. Der Platz, den wir bei Park 4 Night gefunden haben, den wir euch jetzt mal einblenden. Und das Ganze war hier ohne Bilder beschildert bei Park 4 Night. Das werden wir glaube ich nochmal ändern, ja. Dass wir da auf jeden Fall Bilder reinsetzen. Unfassbar. Also Meerblick. Yo. Stimmt. Hier ist definitiv Meerblick. Das ist Hammer. Und man hat hier seine Ruhe. Ja. Der Weg darunter, der ist nicht so ganz so einfach, also mit dem Wohnmobil auf gar keinen Fall. Das muss ich auch sagen, das passt zu der Beschreibung. Aber mit dem Bulli und Kastenwagen, glaube ich. Es ist ein bisschen sandig, also das heißt ein bisschen Sport. Auf Sport sollte man schalten, damit man nicht stecken bleibt, sage ich mal. Raus wird dann nochmal interessant, aber rein ging gut. Das schaffen wir. Und ich glaube auch raus dürfte nicht das Riesenproblem werden. Wir werden jetzt unseren Pavi, weil das ist leider auch wieder hier, fliegen. Das ist hier, glaube ich, wir haben hier in Norwegen kein Mückenproblem, wir haben hier so ein Fliegenproblem. Ja, aber ist ja kein Problem, wir sind ja gut ausgerüstet, also wird der Pavillon ausgebaut und gut ist es. Und dann haben wir unsere Ruhe und so, dann denke ich mal, schau mal mich so um. Da hinten ist schlechtes Wetter, aber ich glaube, hier wird nachher kein schlechtes Wetter sein. Wir werden wahrscheinlich hier grillen. Na, das freut uns doch. Gut. Ich kann ja noch mal einen Schwenk hier über den Platz machen und genau, dann. Genau, mach das mal und dann bereiten wir uns vor. Jetzt habe ich natürlich das Problem genommen. Nee, nur davor stehen wegen dem Kennzeichen. Gut. Was sagst du? Nee, was hast du gerade gesagt? Gerade gesagt, und wieder einmal haben wir alles richtig gemacht. Aber sowas von. Stefan hat euch ja die Aussicht schon mal gezeigt, ne? Gerade. Also, ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht. Wir haben einen Privatstrand hier, ja? Genau. Das hat nicht jeder. Da ist der Privatstand, da haben wir unsere Privatberge, unsere Privatstadt, da fährt gerade die Privatjacht da hinten irgendwo. Ja, ne? Genau. Also für denjenigen, welchen der bei Park 4 Night diesen Platz gefunden hat,
Daumen hoch, definitiv, super geil. Doppel Daumen hoch. Und dann gibt es noch einen Daumen, also 5 Daumen dafür. Mega. Der ist richtig genial. Dadurch haben wir den ja im Prinzip auch, wir haben jetzt noch ein bisschen verbessert, wir haben noch ein paar Fotos mal beigefügt zu dem Platz. Genau. Ja, fanden wir irgendwie, das war halt irgendwie spannender, wenn da auch ein bisschen Bilder dabei ist. Vor allen Dingen die Straße, der Zuweg, der ist halt wirklich sandig. Schmal und sandig. Also von daher war es ganz gut, dass man das auch nochmal zeigt. Theoretisch würden wohl noch, ja, hier noch einer und vielleicht in dem Weg da hinten, aber dann musst du aufpassen, wenn da der Anwohner, weil ein einziges Haus steht da. Also die Norweger haben das echt schon schön, ne? So ganz alleine ihre Häuser. Aber das Haus ist mehr als 150 Meter weg, also ist alles in Ordnung. Wir dürfen dann auch hier dementsprechend stehen. Man soll 150 Meter auf jeden Fall einhalten, dass man nicht da zu nah an den Häusern rankommt. Die wollen auch ihre Ruhe haben. Versteht man auch, ganz ehrlich. Das hätten wir auch gestern Nacht nicht gehabt, wenn wir uns nochmal umgestellt hätten. Ne? Also auch wenn das da ein bisschen Wasser dazwischen gewesen wäre, aber das wären Kilo 150. Auf dem Parkplatz, wo wir gestern übernachtet haben. Wir hatten uns ja erst da hingestellt, da vorne, und da war ja hier schon das Haus, da war ja nur ein bisschen Wasser. Wo wir uns nochmal umgestellt haben und eine viel bessere Aussicht hatten, wobei dann auf einmal links ein Italiener, rechts ein Italiener. War auf einmal, hier ist irgendwie Italienisch, also ich weiß nicht. Ich habe eigentlich gedacht, wir fahren Richtung Norwegen, aber scheinbar ist das eben nicht so, weil hier siehst du nur Italiener. Und zwar in Massen. Also wir haben vorgestern oder davor, irgendwann haben wir 15, 16 mindestens Italiener, alle Wohnmobile. Hintereinander. Italienische Wohnmobile. Und die haben wir heute wieder gesehen. Die waren wohl auch auf den Lofoten oder so und die standen alle auf so einem Parkplatz. Ich weiß nicht, ob die das waren oder ob das schon wieder neue sind. Nee, das, also, zumindest gehören sie zu derselben Variante, weil die haben die italienische Flagge vorne drauf mit Italien, also das Muster von Italien. Also Bella Italia hier in Norwegen. Deshalb ist das Wetter auch schon so sonnig. Ja. Wir haben von anderen heute schon gehört und gesehen, da regnet es ganz schön. Wir hoffen, dass wir Glück haben, noch die nächsten, mindestens bis Sonntag. Ja, es wird ein bisschen wohl regnen, das wird kommen. Aber dass wir so doch trockene Momente haben. Und wenn bis Sonntag alles gut ist, dann haben wir 2,5 Wochen richtig geniales Wetter gehabt. Und wenn darüber hinaus noch schönes Wetter ist, haben wir nichts dagegen. Aber wenn es dann auch mal regnet, ja mein Gott. Die Natur braucht auch ihren Regen. Ja, das ist richtig. Aber eins steht ja fest, wenn wir fahren, dann ist es nicht so ganz so schlimm, dann kann es halt auch ein bisschen regnen. Dafür dann lieber abends und so weiter, wenn man da mal ein bisschen draußen sitzen kann oder sowas, dafür dann lieber besseres Wetter. Genau. Und ihr seht, Stefan hat die Zange da. Ja, ich musste eben schon mal drehen, sonst wäre das ein bisschen schwarz geworden. Wir grillen, das ist unser zweites Grillen. Tipptopp, aber diesmal in der freien Landschaft und freien Natur, das ist natürlich mega. Ja, also der Ranga war auch schön, aber das war halt Campingplatz und hier ist es jetzt wirklich mal absolutes Freistehen, also unser Platz. Mal einfach unser Platz. Genau. Und auch wieder hat der Bus mal wieder Steine unter seinen Puschen gekriegt, damit er ein bisschen gerade steht. Aber das geht alles mega. Hier findest du überall gute Steine, die du da drunter packen kannst. Ja, da hinten liegen eine ganze Menge an Steinen. Gut, dann würden wir sagen, das Fleisch ist zwar noch nicht fertig, aber wir stoßen auf unserem Platz an und auf den, der Prost. Das bei Park von Night gefunden hat. So ist es. Danke Liebe dir. Liebe Grüße. Und dann mal Prost. Genau. Lecker. Wieder einmal lecker. Immer gut. So, wir werden jetzt erstmal das Essen genießen, von daher. Bis später. Oder wolltest du noch was sagen? Müsste einer das Ding ausmachen. Ach so, dann mache ich es. Ja, ich mache jetzt schon. Ich bin ja schon da. Hallo, hallo. Ja. Vielleicht. Ach so. Wir sind nicht mehr ganz alleine. Nee. Zu den Deutschen und den Norwegern, die eh da hinten immer wohnen und da hinten hat sich noch ein Franzose dazu gesetzt. Auch ein Bulli, glaube ein T3, T4. T4 ist es. T4. In weiß. Der versucht sich da hinten ein Plätzchen zu machen. Hat wohl dieselbe Idee gehabt oder hat vielleicht unsere Fotos sogar schon gesehen, ja. Und dachte, das wäre wunderbarer Platz. Ja. Ist er auch. Ist auch noch belegt. Ist halt noch belegt. Morgen wäre er frei. Also genau. Die dann danach kommen, die haben mehr davon. Aber er ist jetzt so 100 Meter entfernt. Wir sehen ihn halt. Aber völlig
in Ruhe, kann man sagen. Lecker gegessen haben wir. Ja, wir machen jetzt gerade Wasser. Das heißt, auf dem Grill steht ein Topf mit Wasser. Das wird dann automatisch ja heiß. Ja, man muss ja die Kohlen noch ein bisschen verwenden. Genau, wir nutzen halt immer noch das Restfeuer des Grills und dann wird gleich abgewaschen. Damit kann ich den dann auch ausmachen. Also es ist irgendwie witzig, wie der sich hinten da rumwühlt und fährt. Also deswegen gucken wir immer da hinten hin. Ja, sorry. Ist ein bisschen so... Der fährt da ein bisschen, naja, hoppel, hoppel, hoppel. Also wie so ein kleiner Hase hüpft das Auto da über den, weiß ich nicht, über die Strecke. Wie ein Pferd. Galopp. Ja, Galopp, genau. Nee, auf jeden Fall werden wir jetzt noch den Abend dann gleich in Ruhe ausklingen lassen. Bei einem Strandspaziergang noch. Ja, den müssen wir noch machen. Unser Privatstrand noch mal genießen. Genau, und dann heißt das wahrscheinlich Datensicherung für dich auf jeden Fall. Auf jeden Fall Datensicherung. Und dann werden wir gucken. Also entweder machen wir noch ein Lagerfeuer. Ich wollte gerade sagen, ich hätte da schon Lust drauf. Das müssen wir mal gucken. So ein kleines Feuerchen. Da oben gibt es eine kleine Feuerstelle. Da sind Steine drumherum. Also da kann man halt, liegt auch ein bisschen Holz, kann man halt schnell anmachen und gut essen. Genau. Ihr werdet es ja sehen. Ja, und so dann werdet ihr auch sehen, wie wir dieses ganze Ding abbauen. Beim Aufbau vergessen wir es andauernd. Wir vergessen auch, die Kamera anzumachen, wenn wir auf die Fähre fahren. Aber wenigstens das Ende von gewissen Sachen, die nehmen wir wenigstens auf. So, ja. Und das soll es erstmal gewesen sein. Wir labern auch schon wieder fast 3 Minuten. Aber tja, sonst habt ihr ja auch nichts zum Schauen. Ne? Also wir müssen ja euch ein bisschen was bieten. Genau. In diesem Sinne. Bis später. Bis gleich. Gewaschen ist. Ja, die entspannte Zeit fängt an. Genau, mit dem Blick nach vorne und den werden wir euch jetzt einfach mal geben. Was knistert hier denn so, Marcel? Ja, das zeigen wir dann mal, ne? Ach, das knistert hier so. Ja. Ein kleines Feuerchen. Mein Neandertaler hat Feuer gemacht. Und jetzt seht ihr noch mal die Aussicht, die wir hier haben. Ja, mega. Sind mittlerweile zu dritt. Da ist noch jemand dazugekommen. Aus Füssen. Aus Füssen, aus dem Allgäu. Also die Deutschen haben das hier wieder in der Oberhand. Genau. Deshalb ist der Franzose ganz weit weg. Ja, und wie gesagt, bei diesem Feuer werden wir jetzt diesen guten Wein einfach mal genießen. So ist es. Von daher, bis später. Bis später. So, ihr hört das Knistern und Knastern von hinten noch und es ist extrem hell. Das ist aber nicht, weil es hinten brennt oder irgendwas, der Feuerball explodiert ist. Nein, die Sonne geht da hinten unter. Es ist ein super schöner Sonnenuntergang, den werden wir uns auch noch anschauen, weil wir haben genug Holz, haben wir gesagt. Und das Feuer brennt natürlich immer noch schön. Ja. Ja, es wärmt doch gerade schön den Rücken. Ja. Und weil wir diese Stimmung genießen wollen,
Und zwar jetzt ohne euch sagen wir eine gute Nacht und ja, bis morgen früh, ne? Genau, so sieht's aus. Ciao, ciao.